Journalisten, richtig klasse, fliegt in die Mainbase rein, erneut hier, der Go, der Stalker blinkt, klasse zurück ist hier gerade, Templar Archive ist auf dem Weg, damit könnten die Storms kommen, die ich vorhin angesprochen habe, weitere 6 Journalisten im Bau, Army Supply gerade jetzt, weiterhin knapp gleich auf, aber auf jeden Fall hat Fluchtleader in beidem einen leichten Vorteil, sowohl Worker als auch Army Supply, fünfte Base offiziell für ihn, vierte Base sicherlich für TT1, die er sehen wird, ist dabei, hat hier die Queen, kann in Ruhe seine Drones hier hochschicken, macht nochmal ein bisschen Druck mit den Zerglingen, klasse auf jeden Fall gespielt, und Income Tab, sieht man gerade jetzt, wie sie zu Buche schlägt, er hat einfach mal 1500 Minerals und knappe 700 Gas, also er ist schon gut dabei, Flyer Attack Level 2, Infestation Pit dabei, weiter gut ist, und Psyster wird gerade erforscht, oh Mann! Das könnte hässlich werden für ihn. Und da blinkt er rein, kann aber keinen Mutalisten snipen, aber hier oben könnte er gut Schaden machen. Nein, es sind noch weitere Stalker. Dieser einzelne Phoenix hier könnte da reinkommen, der kommt rein, er sieht die Base! Er sieht die Base! Oh, das ist übel für ihn, wenn das ein Mutalisten hier drinne. Können hier gut Schaden machen, ist dabei hier auszuteilen, aber die Stalker sind zu viel vorhanden, keine Chance für ihn. Er hat die Base gesehen, aber würde sofort jetzt hier hochgehen und die Base kicken. Damit keine Chance für ihn jetzt mehr. Sollte versuchen, sich zu verziehen, aber nimmt noch mit, was er mitnehmen kann. Und dann kommt jetzt der Go auf die Expansion. Keine Chance jetzt hier mehr für die Hidden Exe von Flood Dealer. Und gerade jetzt sehen wir hier gerade einfach nur enorm viel Produktion für alle Spieler. Also Psystorm, Patrouillen Glance wird uns geschickt. Psystorm wird in diesem Augenblick fertig. Ich weiß gar nicht, ob wir schon High Templar mit drin in der Unit Composition haben. Nein, bisher keine High Templar dabei. Aber ich denke, sie werden bald kommen. Da kommen die ersten 3 High Templar. Und können auf jeden Fall auch bald den Gutschein austeilen. Wichtig ist, sie können bereits Feedback nutzen. Was vor allem gegen die Infester, die bereits mit 75 Energie starten, ganz schön übel wäre. Denn die haben ja, soweit ich weiß, nur 90 Leben. Aber werden sie fast down. Jetzt werden gerade hier auch die letzten einen rausgehauen. Auch die Larven hier werden kaputt gemacht. Und Fruitleader muss erstmal die Exe komplett aufgeben. Bin ich mal gespannt, also gerade jetzt hier, gucken wir mal, hat er keine Chance gerade jetzt hier, also hier TT1 sieht gerade nicht, dass hier oben noch eine Basis am Bau ist. Auf jeden Fall, hier oben wurde nochmal hier harassed durch die Zerglinge, klasse gemacht auf jeden Fall. Units Lost Tab ist auf jeden Fall der Zerg aber hinten dran. Mit knappen 2300 Minerals, die er mehr verloren hat, ist ja auf jeden Fall gerade der Loser des Spiels. Wir haben Bodenwaffen Level 3 sofort, damit drücken die Stalker schon ganz schön übel gerade rein. Und das ist echt übel. Und gerade jetzt hier kommen die Zerglinge und die Mutalisten, versuchen auf jeden Fall hier jetzt dem Spieler Lurfy T das Income Tap in Streit zu machen. Oh, die Storms! Meine Fresse, die Mutalisten sind ganz schön draufgegangen gerade. Alle im Rot- oder Orangenbereich. Also jetzt hier haben sie ganz schön verloren. Kann man hier gerade sehen. Kaum was in Rot Grün noch dabei. Aber die Expansion wird gecancelt. Wichtiger Punkt hier für Flutwiller, schafft es hier auf jeden Fall die Income Line von den Porters weiterhin hier zu unterdrücken und kann damit auf jeden Fall auch hier gut jetzt an Boden gewinnen. Nochmal Income Tip im Vergleich, gerade jetzt beide gleich auf, aber auch 70 Harvester für den Porter-Spieler. Also er ist schon gut dabei. Gucken wir mal auf Army Supply. Da sind sie beide fast identisch. Und jetzt wird es identisch sehr, sehr krass. Und da kommt der große Stalker Ball, haben bereits 2-0, 3-0 im Auftrag, könnte jetzt hier auf jeden Fall die Expansion verlieren. Und da macht er den Go hier rein, sniped sofort die ersten Overlords. Richtig klasse, blinkt zurück und will hier auf jeden Fall hier oben die Expansion rausräumen. Das macht auf jeden Fall, räuchert jetzt hier erstmal die Butze aus, weiß auf jeden Fall hier oben der Zerg. Kein Enter mehr für dich, mein Freund, One-Shot hier fast auf die Queen. Und da geht die Expansion auch gleich hier den Bach runter, aber da hinten kommen die Zerglinge und Mutalisten hier, oh! Flugdealer gibt sich nicht kampflos geschlagen. Neuer Fungal Growth hier auf die einzelnen Stalker hier. Ihr könnt nicht mehr wegblinken dadurch. Und da kann er jetzt hier gut Schaden austeilen. Weitere Cannons werden gerade reingeworbt. Hier unten kommt nochmal ein Mars Stalker Ball hier auf sie zu. Und die Mutalisten sterben aber gerade wie die Fliegen. Meine Fresse. Kann das Flugdealer halten oder nicht? Wir haben 11 Mutalisten im Auftrag. 18 Zerglinge. Das war richtig eng. Die Zerglinge klären das Feld, aber neue Stalker sind dabei, jetzt hier über die Karte zu laufen. Einfach mal jetzt gerade 6, die 5 High Templar mit im Start. Und da werden gleich die Bodenwaffen Level 3 ready. Und das könnte gerade Fluchtleader gar nicht gefallen. Und da macht er den Go rein. Erneut jetzt hier Harassment auf der 3 Uhr Position gegen Fluchtleader. Die Echse hat noch 18 Leben. 2 Schüsse von den Stalker machen hier auf jeden Fall gleich hier GG für die Echse. Und gleich nimmt jetzt der Go.
Da läuft's rein, Mutalisten sind dabei. Bisher kein Feedback und kein Storm. Jetzt wird es darauf ankommen. Was kann auf jeden Fall der Protospieler mit den Heilhändlern reißen? Jetzt wird echt die übel. Mutalisten mit am Start. Die Infester haben genug Energie für jeweils einen Fangeknopf. Aber haben auch beide gerade 90 Energie, um ein Feedback um die Ohren zu kriegen, damit sie sofort den Geist abgeben. Und da kommen sie rein. Kommt der Feedback oder nicht? Da kommt der erste Feedback. Feedback, Double Feedback und Storm drauf. Double Storm, Triple Storm. Meine Fresse. Da burnt hier gerade der Sir komplett runter. Da hat er keine Chance mehr gegen den Protoss Ball. Und die Storms plus Feedback haben gerade komplett den Zerg hier aufgeräumt. Meine Fresse, war das geil. Von dem Spieler Love TT hat er richtig gut gemacht hier. Räumt hier komplett auf, zieht erneut die Queen heraus. Findet endlich hier die Echse. Kann er auf jeden Fall seinen Gegner hier übel Eco-Schaden zufügen. Und geht zeitlich hier auf die Gold-Echse. Also er macht gerade alles richtig. Sofort blinkt nach, hat gemerkt, hier kommen die einzelnen Mutalisten an. Die wollen natürlich versuchen, die Echse zu interrupten, aber hier kommen die einzelnen Stalker. Blinken nach, ein Mutalist fällt, zweiter wird gesniped, richtig klasse hier. Also da sehe ich gerade kein Licht mehr, keine Sonne mehr für Flutdealer. Das macht er richtig klasse. Will erneut hier sofort die Expansion aufbauen, schickt sofort die Drones hoch, weiß auf jeden Fall auch hier, wie wichtig gerade Income für ihn ist. Und da gucken wir mal, Income droppt für ihn auf 1000, fast die Hälfte noch von dem Protoss-Spieler. Und gerade hier die Hightender mit am Start. Versuchen jetzt hier zu reißen, was zu reißen ist. Und erneut die Stalker. Meine Fresse. Das war's für ihn. Flutdealer geht aus dem Spiel. GG von ihm. Und damit gewinnt der Spieler Regiga Love TT. Glückwunsch von mir. Klasse Best of 3. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich beim Casten. Bis dahin. Gehabt euch wohl.